Hallo liebe Zielgruppe, hier ist das Supportnet aus Berlin. Mein Name ist Jakob und in unserer Interviewreihe haben wir heute den Journalisten, Blogger und Podcaster Philipp Banse zu Besuch. Hallo Philipp. Hallo. Bild und Ton funktionieren, das ist ja wunderbar. Du bist einer der Mitbegründer des Küchenradios, eines der ältesten Podcasts in Deutschland. Aber da ich mal davon ausgehe, dass nicht alle unsere Zuschauer wissen, was ein Podcast ist, würde ich dich bitten, uns das nochmal kurz zu erklären. Ja, das ist, Podcast ist quasi Radio im Abo. Also man muss sich das so vorstellen wie bei einer Zeitung. Man kann entweder zum Kiosk gehen und sich jeden Morgen eine Zeitung kaufen oder man kann sie sich einmal kaufen, gut finden und dann abonnieren. Dann kommt sie halt jeden Morgen an die Haustür geliefert. Und so ist das beim Podcasten mit dem Radio. Man kann jedes Mal auf eine Webseite gehen, wenn man sich ein Internetradio anhören will, auf Play klicken, die ganze Zeit vor seinem Browser hocken und zuhören. Und wenn man wissen will, ob die nächste Folge da ist, dann kann man wieder auf die Webseite surfen, wieder gucken, ob was Neues da ist. Oder man kann einmal hinsurfen und dieses Radio, diese MP3 abonnieren. Dann kann man sich ein Programm nehmen, wie zum Beispiel iTunes oder andere Abo-Programme und klickt dann auf Abonnieren und dann kriegt man jedes Mal, wenn eine neue Internetradio-Folge als MP3 online steht, eine Nachricht, die wird automatisch runtergeladen und wenn man möchte, kann man dann die MP3 auch automatisch auf sein Telefon überspielen lassen, sodass man unterwegs dann immer aktuell versorgt ist. Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr mittlerweile schon mehr als 300 solcher Folgen produziert. Seit 2005 seid ihr auf dem Draht unter dem Titel Küchenradio. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen und was ist das Besondere an eurem Küchenradio? Also wir alle verdienen ja unser Geld im Radio, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der seine Berechtigung hat, aber eben auch seine Grenzen, was so Formate, was so Experimente und solche Sachen angeht. Und damals war halt Podcast neu und wir fanden das alles sehr reizvoll, unsere Liebe zum Radio mal so ein bisschen auszuprobieren, dass auch mal was in die Hose gehen darf, dass man mal so verschiedene Formate ausprobieren kann. Und da haben wir halt angefangen, einfach uns in die Küche zu setzen und zu sagen, okay, hier Aufnahme läuft, jetzt mal los, waren halt zu viert. Und das machen wir jetzt seit 6 Jahren, 311 Folgen sind draußen in wechselnder Qualität, wie das eben bei Experimenten so ist. Da klappt mal was nicht und da werden Sendungen unhörbar, aber es gibt eben auch, wie ich finde, echt ein paar wirklich gelungene Folgen mittlerweile. Und das Besondere, denke ich, wenn man sich so die deutsche Podcast-Szene anguckt, ist so ein bisschen, dass wir nicht sehr techniklastig sind. Viele deutsche Podcasts, naturgemäß, kümmern sich sehr viel um Technik, IT, Internet und solche Sachen und wir sind halt eher so ein bunter Haufen, der so mal durch Berlin läuft und sagen wir mal so Themen aus dem Leben behandelt oder wir sitzen einfach auch manchmal nur hier und unterhalten uns über das, was so passiert ist. Also das Besondere, denke ich, ist so ein bisschen bei uns, dass wir nicht so uns so viel um Technik kümmern, sondern eher so ein bisschen um das allgemeine Leben und es ist wesentlich chaotischer als die allermeisten Podcasts. Aha. Ich habe ja auch gehört, dass ihr schon solche illustren Gäste wie Jürgen Kuttner oder den Schriftsteller Wladimir Kaminer oder auch Daniel Schmidt von den WikiLeaks habt. Kannst du dich an sowas wie Lieblingsgäste oder Lieblingssendungen erinnern? Und wie darf ich mir euer Publikum vorstellen? Also Lieblingsgäste ist natürlich immer schwer zu sagen, aber ich habe natürlich ein paar Sendungen, die ich auch persönlich gelungen fand. Daniel Domscheit-Berg war ein paar Mal im Küchenradio. Das fand ich immer sehr interessant, mich mit ihm zu unterhalten. Also den ehemaligen WikiLeaks-Mitbegründer und jetzt bei einem anderen Projekt beschäftigten Daniel Domscheit-Berg. Es gab aber auch so, wie ich finde, so schöne Formate, wo ich dann so mal irgendwo hingefahren bin, also zu einem berühmten Bienenprofessor nach Würzburg. Der hat mir dann so sein Haus gezeigt und seine Bienenzucht und wer so an Bienen forscht. Oder ich war mal im Wendland beim Castortransport und bin da so 2 Stunden durch den Wald getappt und habe so geguckt, was so passiert. Und da ist tatsächlich ein bisschen was passiert. Und ich glaube, das war so ein bisschen Oldschool-Radio. Halt so Hörer an die Hand nehmen und ein bisschen raus in die Welt gucken. Und keiner weiß genau, was passiert. Weder der es macht, noch die zuhören. Und glaube ich, das hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, ist auch gut angekommen. Unsere Zuhörer, ja, also was ich am faszinierendsten finde, ist, dass die auf der ganzen Welt sitzen. Also dass Mails kommen aus Singapur. Ja, ich fahre jeden Morgen 3/4 Stunde hier zur Arbeit und höre jeden Morgen Küchenradio. Oder aus Peru oder aus Neuseeland. Und die sich dann zum Teil auch an Berlin erinnert fühlen, weil sie zum Teil aus Berlin kommen oder so ein bisschen Kontakt zur Heimat halten mit dem, was wir hier so eben meistens ja aus Berlin machen. Dann, wenn ich mir zum Beispiel so die Statistiken angucke, dass sehr, sehr viele Leute unser Podcast tatsächlich am Browser hören,
was ja eigentlich nicht so richtig viel Vorteile bietet, dann würde ich mal darauf schließen, dass es eben auch viele sind, die nicht so technikaffin sind und nicht nur im Netz leben und so. Weil dann würden sie sich das wahrscheinlich abonnieren, das ist aber immer noch kompliziert und irgendwie gibt's da große Hürden. Also sehr viele hören es tatsächlich am Browser, wo ich so ein bisschen draus schließe, dass es einfach Leute sind, die Spaß an den Leuten haben, die das hier machen, aber eben jetzt nicht ja so wahnsinnige Technik-Nerds sind. Beim Küchenradio gibt es ja keine Werbung, aber auch keine GEZ im Hintergrund. Und obwohl ihr die ganze Sache so ein bisschen einen Low-Budget-Charme hat, kostet das ja auch was. Wollt ihr denn eigentlich auch Geld damit verdienen oder wie finanziert ihr jedenfalls die Ausrüstung? Also sagen wir so, unsere erste Ausrüstung, also es fing an mit den Serverkosten. So, die haben wir am Anfang, das sind 20, 30 Euro im Monat, die haben wir selber bezahlt. So, dann war irgendwann klar, dass wir bessere Ausrüstung brauchen, bessere Mikrofone. Ich wollte ein Mischpult haben, weil das zu trashig klang alles. Und dann haben wir so einen kleinen Spendenaufruf gemacht, so nach dem Motto, Leute, wir machen das jetzt hier 2-3 Jahre und jetzt wollen wir mal aufrüsten und wenn ihr wollt, dass es weitergeht, dann wir brauchen Equipment. Und dann kamen halt 2000 Euro rein und dann haben wir uns Mischpult, dieses Headset hier, 5 Stück davon gekauft, was ich aufhabe. So, Haupteinnahmequelle jetzt ist eigentlich Flatter. Also Flatter ist so ein Dienst aus Schweden, der es leicht ermöglicht, so Webprojekte wie das unsere bequem zu unterstützen. Ich habe nochmal, wir sind ja beim Supportnet, haben sehr viel Technik interessierte Besucher. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der eine oder andere jetzt auch Lust gekriegt hat, sowas wie ein Piratenradio oder ein Audioblog zu veranstalten. Kannst du denen vielleicht nochmal einen kurzen Tipp geben, mit was für Soft- und Hardware man so ein Projekt am besten anfangen kann? Ja, also anfangen, also um zu starten, wenn man es ganz alleine macht, ist es relativ einfach. Da braucht man halt, tut's ein ganz normaler Laptop, ganz normaler handelsüblicher Computer. Da kann man sich irgendein Headset anstapseln für 30, 40 Euro und die Aufnahmesoftware kann man sich, es gibt dieses berühmte Audacity für Windows und Mac und ich glaube auch Linux, was es umsonst gibt, was kein besonders tolles Programm ist, aber was es für den Anfang eben tut und nichts kostet. Und dann kann man loslegen. Mit diesen Headsets ist die Mikroqualität aber nicht so schön. Wenn man, und das ist mittlerweile schon auch erwartet von den Hörern, ein bisschen besseren Audio-Sound haben will, dann würde ich empfehlen, dieses Mikrofon Rode Podcaster sich zu besorgen. Das ist so ein USB-Mikrofon, kostet so 140, 150 Euro. Das lohnt sich aber, kann man halt an den Rechner anschließen und hat damit schon einen ziemlich amtlichen Sound. Das hört sich alles sehr spannend an. Ich möchte mich auch hier an dieser Stelle schon mal bei unseren Zuschauern ein bisschen entschuldigen, dass das Bild vielleicht nicht ganz so perfekt ist, wie es sein könnte. Das hängt damit zusammen. Philipp, hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du gerade in ein neues Studio umgezogen bist und da das Breitband noch nicht so richtig funkt. Genau, das ist ein Problem. Das muss man natürlich haben. Ich hänge jetzt hier momentan noch an so einer sehr dünnen DSL-Leitung mit 1,5 Mbit und nach unten und irgendwie 200-300 nach oben. Da ist Audio möglich. Wenn wir jetzt einen reinen Audio-Podcast machen würden, würde uns das davon nicht abhalten. Aber mit Video ist es dann halt schon ein bisschen eng. Und ja, wie gesagt, der Breitbandanschluss über das Fernsehkabel, der soll dann irgendwie jetzt so in den nächsten 1-2 Wochen kommen. Und dann kann man auch richtig schön Video über Skype machen. Wunderbar. Wir werden natürlich die entscheidenden Links auch im Begleittext hier bei Supportnet veröffentlichen. Und mir bleibt dann eigentlich an der Stelle nochmal Dank zu sagen dafür, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Und ich wünsche euch weiterhin viel Glück beim Küchenradio. Ja, vielen Dank und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.